Willkommen aus München, wo wir hier zwei HP Laserjet-Drucker haben, die nur in Schwarz-Weiß drucken können, und zwar der M125 und der M127. Schauen wir uns mal den 127er an, der hier zum Beispiel noch die Einführung hat oben, dass wir auch einfach mehrere Seiten scannen und kopieren können. Also hier der ganz normale Scanning-Bereich, aber hier entsprechend oben dann auch die Möglichkeit, verschiedene große Papiere einzufügen, und hier unten kommt das Ergebnis dann raus. So wie hier unten könnt ihr den Einschub sehen, und bei dem 127 haben wir hier auch einen schönen großen Touchscreen, der sich gut bedienen lässt, natürlich beide über Wireless auch, aber hier, der hat hier nur die einzelnen Knöpfe und ist auch eine Scan-Funktion, aber ihr sehen könnt, ohne Einschub, also für 199 Euro der etwas sozusagen einfacher. Wenn wir hier das Ganze allerdings aufmachen, sehen wir hier auch die Möglichkeit, dann da unseren Cartridge sozusagen rauszunehmen. Hier genauso, gleiche Technik, wie ihr sehen könnt. Schaut einmal genauso aus. Erkennt auch Door Open. Ansonsten vorne keine Anschlussmöglichkeiten mehr, zum Beispiel USB oder ähnliches. Aber natürlich können wir hier das Display einfach sozusagen im Winkel verändern. Ich gehe mal schnell auf die Rückseite. Bei den ganz vielen HP-Druckern hier, die rumstehen, können wir dann entsprechend noch sehen, dass wir hier die Möglichkeit haben, noch ein Modem anzuschließen. Also faxen können wir damit auch. Netzwerk, USB und Strom sind vorhanden. Bei dem hier entsprechend natürlich kein Fax, denn wir haben dazu keinen Touchscreen. Allerdings immer noch USB und Netzwerk. Und Kensington natürlich bei allen Druckern immer mit dabei. Und das war es auch schon mit dem M125 und M126. Waren das, glaube ich, 125 und 127, so rum. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, und bis zum nächsten Mal.